Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Draw with me. Wir malen heute diese Aquarellfedern. Ihr braucht dafür ein Aquarellpapier, ein oder zwei Gläser mit Wasser, euren Aquarellkasten selbstverständlich, ein paar Tücher, ein extra Wasser, um die Farbe zu aktivieren, ein paar Hilfsmittel, weiße Farbe und Gold und eure Pinsel und ein paar Stifte. Los geht's! Als erstes nehme ich mir einen Aquarellstift. Dieser ist von Faber-Castell in einem hellen Silber, weil der schön im Hintergrund verschwindet. Und damit skizziere ich mir jetzt erst einmal meine Federn vor. Da könnt ihr super im Internet einfach nach Federn suchen oder ihr sammelt draußen ein paar Federn, die die Vögel verloren haben, und nehmt diese als Vorlage. Wenn ihr mit den Formen variiert, macht es mehr Spaß und ihr habt natürlich auch mehr Spannung in eurem Bild. Das reicht als Vorskizze und jetzt nehme ich als nächstes einen Pinsel. Dieses ist ein sehr großer Pinsel von Da Vinci. Ihr braucht nicht so großen Pinsel, nehmt einfach das, womit ihr euch wohlfühlt. Ich probiere ganz gerne mal andere Sachen aus und deswegen wollte ich dieses feine Filigrane mal mit dem großen Pinsel probieren. Und wie ihr jetzt sehen könnt, kriegt man die Spitze sehr fein, indem man den einfach nass macht. Als erstes bewässere ich jetzt meine erste Feder, mit der ich anfange. Und dann aktiviere ich meine Farbe. Dafür habe ich diesen Pumpsprayer, um ein bisschen Wasser drauf zu sprühen. Dann kriege ich die Farbe leichter aus dem Kasten. Nun mische ich mir einen braun-rot-Ton an, mit dem ich meine erste Feder dann anmalen möchte. Genau, lasst die Farbe einfach in das Wasser laufen, so kriegt ihr schöne sanfte Übergänge. Da, wo ihr kein Wasser habt, könnt ihr natürlich ein bisschen präziser malen. Das sieht man unten an den kleinen Härchen. Und überall, wo die Feder quasi schon feucht ist, verläuft das Ganze ein bisschen. Den Pinsel immer wieder gut ausspülen und dann geht's weiter. Die nächste Feder soll andere Farbe bekommen, deswegen habe ich den Pinsel vorher ausgewaschen und habe mich jetzt für eine Grün-Rot-Mischung entschieden. Das gleiche Spiel, vorher nass gemacht und jetzt lasse ich die Farben ineinander laufen. Hier sieht man es dann auch ganz schön. Ihr müsst ein bisschen aufpassen bei kalten und warmen Tönen. Das kann zu dunklen und bräunlichen Verfärbungen kommen, da immer ein bisschen vorsichtig sein. Und auch die letzte Feder kriegt natürlich ein bisschen Wasser und hier mache ich so einen Galaxy-Look mit Blau, Lila und grünen Tönen. Ihr könnt die Farben natürlich auch ganz realistisch wählen, das ist euch selbst überlassen. Ich schwenke jetzt um auf einen kleineren Pinsel, ebenfalls von Da Vinci mit der Größe 2, um die Feinheiten malen zu können. Ich möchte in der ersten Feder noch ein bisschen mehr Strukturen drin haben, arbeite hier mit Strichen, Kreisen, Flecken, einfach um die ganze Feder ein bisschen spannender zu gestalten. Und ich nehme auch gleich, ja, wie nennt man es bei einer Feder denn, den Stiel, male ich hier dann auch mit ein. Da, wo die Farbe schon trocken ist, geht das auch sehr gut. Und da, wo sie nass ist, verläuft es natürlich alles nochmal wieder so ein bisschen. Also eventuell die Farbe komplett trocknen lassen, wenn ihr härtere Kontraste wollt. Oh, jetzt habe ich hier eine Farbe drin gelegen und mir so ein bisschen das Bild versaut. Aber indem ihr die Farbe einfach wieder nass macht und mit einem Tuch wegtupft, ist alles wieder weg und die Gelegenheit nutze ich direkt, um hier die Feder auszubessern und unten noch so ein paar kleine Härchen dran zu malen. Auch hier kommt wieder der Stiel. Wenn jemand von euch weiß, wie es richtig heißt, dann lasst es mich gerne wissen. Und mir war das dann doch etwas zu braun, deswegen gehe ich nochmal mit dem Grün drüber. Die Galaxy-Feder ist mir ein bisschen zu hell, deswegen nehme ich nochmal meinen großen Pinsel und male hier nochmal drüber, gebe quasi nochmal eine komplette Schicht oben drauf, damit ich ein bisschen mehr Kontrast und
die ganze Feder etwas dunkler hinbekomme. Ich bleibe aber bei den gleichen Farben wie zuvor auch, also ein Lila, ein Grün und eben ein bis zwei Blautöne. Kommen auch hier noch ein paar kleine Härchen ran und eben auch der Stiel. Die letzte Feder ist noch ein bisschen nass und ihr hattet ja am Anfang gesehen, dass ich einen Goldton ins Bild gelegt habe. Das ist dieser hier, Aquabronze von Schminke. Das ist ein kleines Goldpulver, Pigmentpulver und das kann ich jetzt hervorragend auf die noch feuchte Farbe geben. Es verbindet sich miteinander und ich habe so schöne glitzernde Effekte da drin. Könnt so runterträufeln, wie ich es am Anfang gemacht habe, oder wirklich vom Pinsel wie Farbe im Prinzip benutzen und verteilen. Und es funkelt so schön. Ist natürlich jetzt noch nass, aber auch im trockenen Zustand glänzt das sehr schön. So, als nächstes nehme ich mir dann Fineliner. Meiner ist von Pigma Micron, das ist jetzt die Größe 2. Und ich umrande die Feder, also wohl den Stiel als auch die Feder als solches. Ich male außerdem Details herein und spiele jetzt so ein bisschen auf der Feder herum. Das muss man natürlich nicht machen, man kann sie auch einfach nur ein bisschen umranden, aber mir war danach ja ein bisschen kreativ zu werden und das Ganze so ein bisschen im Stil vom Happy Painting zu machen. Ihr könnt euch hier natürlich komplett frei austoben und alle möglichen Muster und Formen auf eure Federn bringen, auf die ihr so Lust habt, auch so ein bisschen drumherum was machen. Und fertig wäre die erste Feder. Da wechsle ich auf einen größeren Pigma, weil mir die 2 etwas zu klein war und die auch nicht mehr ganz so gut funktioniert, da ich sie schon so viel benutzt habe. Welche Dicke ihr da benutzt, ist natürlich komplett euch überlassen und ihr müsst gucken, womit ihr euch wohlfühlt. Genau, ich mache Punkte, Kreise, irgendwelche Flecken. Spielt einfach so ein bisschen rum, welche Formen euch einfallen. Lasst euch da auch gerne inspirieren von anderen Bildern. Wenn ihr mal nach Happy Painting sucht, findet ihr da auch einiges an Inspirationen. Aber man kann sich da eben auch durchaus selbst Gedanken machen. Umrunde ich die Feder noch so ein bisschen. Ich lasse ab und an mal ein Stückchen frei und schließe die nicht ganz. Aber das ist natürlich auch wieder jedem selbst überlassen, was ihm gefällt. Unten kommt die letzte Feder. Ihr seht, ich gehe auch eben bei jeder anderen anders vor. Bei der ersten habe ich erst umrundet, bei der zweiten erst eingemalt. Da umrunde ich viel lockerer und mache auch direkt irgendwelche Schnörkel nach draußen. Wenn ihr jetzt noch 5 weitere Federn malt, dann entwickelt ihr irgendwann so eure Routine, denke ich mal. Aber ansonsten gilt einfach ein bisschen ausprobieren, habt Spaß dabei, seid locker. Ja, vielleicht den Kopf auch mal so ein bisschen ausschalten, einfach gucken, was ganz intuitiv euch in den Sinn kommt und dann malt das einfach und genießt den Prozess, hier kreativ zu sein und ganz wunderschöne und individuelle Federn zu erstellen. Ich benutze jetzt noch einen weißen Stift. Das ist ein Uniball, einfach um noch ein paar weiße Highlights dazu zu setzen, hier auf der Feder. Sollten die eigentlich am besten vorkommen. Das klappt nicht ganz so gut mit dem Stift. Da könnt ihr auch einfach eine weiße Deckfarbe zum Beispiel nehmen. Ich habe nicht so Glück mit weißen Stiften. Aber mit Stiften kann ich persönlich feiner arbeiten, als wenn ich jetzt mit einem Pinsel arbeite. Hier bei der braunen Feder funktioniert es auch schon ganz gut, muss ich sagen. Was ich jetzt noch mache, sind solche Sprenkel drauf. Leider ist bei der ersten Feder die Kamera ausgegangen, aber ich habe es genauso gemacht wie hier auch. Viel Wasser auf den Pinsel und den Pinsel in die Farbe rein, also sowohl viel Farbe, wie ihr hier seht, als auch viel Wasser und dann einfach auf einen Finger klopfen und so kriegt ihr die Sprenkel neben eure Feder. Deckt alles andere gut ab, was nicht die gleiche Farbe abkriegen soll, damit sich nicht alles so vermischt. Ja. Und da hätten wir das Endergebnis. 3 ganz individuelle, bunte und kreative Federn mit ganz viel Gesprenkel drumherum. Da kann man sich wirklich ganz frei austoben.
Glitzer in verschiedenen Farben benutzen, alle möglichen Muster. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und wir sehen uns bald wieder. Danke euch!